In the first place, I look very much forward to an interesting discussion. Future of energy is one of the hottest topics these days. We have experienced, skillful panelists, so I'm very optimistic that we see some interesting contributions. Hear about the future of energy, a topic which we see in our legal practice day to day. As you know, the oil price has more than halved. How is this bust or boom different from previous? Is it just cyclical or is there something structural going on? It's a major structural change. The oil industry has a history of volatility, and so shocks and surprises are something that we are somewhat used to. But that doesn't mean we just sit here. I think people have to think about what sensible steps have to be taken. Today, when you look at the expanse of the world, there are lots of areas of conflict, of potential conflict. But today the oil market is essentially not pricing that in. In other words, what we are seeing today in the price of oil is essentially world peace being priced in to the price of oil. Es gibt Geschäfte, die sind betroffen, also gerade im Förderbereich. Da muss man gucken, wo noch die Wachstumsmärkte sind auf der einen Seite. In anderen Bereichen unterstützt uns ein niedriger Ölpreis im Sinne von Wachstum, mehr Konsum. So gesehen, da sehen wir eher Rückenwind. Niedriger Ölpreis ist zunächst mal gut, langfristig problematisch, auch wegen der negativen Auswirkungen auf Energiewende, auf alternative Energien, auf Klimawandel. Ja, wir gehen davon aus, dass wir in der Luftfahrt noch sehr lange fossile Treibstoffe verwenden und brauchen werden. Es gibt natürlich langfristige Untersuchungen in andere Richtungen, aber für uns ist aber die nächsten 20 Jahre sicherlich das Thema. Fossile Treibstoffe entscheiden. Hier wird halt sehr intensiv diskutiert, die Stellung Europas. Es wird sehr deutlich, dass nicht sehr überraschend, alle amerikanischen Besucher, und da gibt es eine Menge, Europa nun geradezu kurz vor dem Abgrund empfinden. Wir als Europäer finden das überhaupt nicht. Und diese Debatte ist recht interessant. Let's do it again next year. Thank you. Had a very experienced and skillful panel, and I personally found that the statements of the panelists were not only political, the usual stuff, but it was really sharp and meaningful, and that is what we expected. So this is why I'm very satisfied with this day.